Mephiston, früher bekannt unter dem Namen Callistarius, ist der Skriptomagister der Blood Angels. Skriptomagister bekleiden den höchsten Rang unter den Skriptoren und dienen als enge Berater der Captains und Ordensmeister. In seinen früheren Jahren diente Callistarius als normaler Skriptor in den Reihen der Blood Angels. Als solcher nahm er am Zweiten Krieg um Armageddon gegen die Streitkräfte des Warbosses Ghazghul teil. Kurz vor der Befreiung der Makropole Hades wandte sich das Schicksal jedoch gegen Callistarius. Am Abend vor der Schlacht verfiel er der Schwarzen Wut, einem Gendefekt der Blood Angels. Die Schwarze Wut führt dazu, dass die Legionäre die letzten Stunden und den Tod ihres Primarchen Sanguinius wieder und wieder erleben müssen. Sie sehen sich dabei selbst in der Rolle Sanguinius und erleben in ihren Missionen dessen Todesqualen. Brüder, die der Schwarzen Wut verfallen sind, werden in der Regel der sogenannten Todeskompanie angeschlossen. Angehörige der Todeskompanie werden in der Schlacht als Sturmtruppen eingesetzt, da ihre Visionen ihren Verstand mittlerweile gänzlich übernommen haben. Selbst schwerste Verletzungen können sie nicht aufhalten, denn sie besitzen keinerlei Empfindungen mehr. Nach der Schlacht erliegen die meisten Angehörigen der Todeskompanie ihren Verletzungen, ein Umstand, den die meisten unter ihnen begrüßen. Denn so entgehen sie dem Schicksal des Roten Durstes, ein berserkerhafter Zustand, in dem die Legionäre nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheiden können. Wie blutrünstige Bestien wüten sie unter ihren Brüdern, bis sie schließlich ihren Verletzungen erliegen. Was mit jenen geschieht, die dem Roten Durst gänzlich verfallen und überleben, ist eins der bestgehütetsten Geheimnisse der Blood Angels. Mit diesem Wissen wandte sich Callistarius an seinen Ordenspriester und legte die Rüstung der Todeskompanie an. Am nächsten Morgen kämpfte er gemeinsam mit seinen Brüdern, die das gleiche Schicksal erlitten hatten. Ihre Aufgabe war es, das Eklisorium einzunehmen. Aufgrund der heftigen Kämpfe stürzte das massive Gebäude jedoch ein und begrub unzählige Mitglieder der Todeskompanie unter sich. Auch Callistarius war unter ihnen, begraben unter tonnenschwerem Schutt. Mittlerweile war er komplett dem Roten Durst verfallen, sein Verstand dem Wahnsinn nahe. So verharrte er 7 Tage und 7 Nächte, eingeklemmt unter den Ruinen des Gebäudes. Wie durch ein Wunder gelang es ihm jedoch, den Roten Durst zu überwinden, und so befreite er sich zur Mitternacht des 7. Tages aus seinem steinernen Gefängnis. Von diesem Tage an war er als Mephiston bekannt, der Fürst des Todes. Doch seine Auferstehung war nicht unbemerkt geblieben. Eine Ork-Bande, die durch die Ruinen wanderten, waren auf den einzelnen Space Marine aufmerksam geworden. Schnell entschieden sich die Orks dazu, den waffenlosen Mephiston anzugreifen. Nach nur wenigen Sekunden fielen die ersten 5 Orks leblos zu Boden. Nicht in der Lage, die Bedrohung zu begreifen, stürmten die restlichen Grünhäute auf den Skriptor zu. Mit bloßen Händen überwältigte Mephiston einen nach den anderen und machte sich nach seinem Sieg auf den langen Rückweg zur imperialen Front. Einige sagen, dass der Skriptomagister den Roten Durst durch seine schiere Willensstärke überwinden konnte. Andere sagen, dass Mephiston eine Vision Sanguinius zuteil wurde, die ihm befahl, den Roten Durst zu überwinden. Was tatsächlich mit Mephiston während seiner Gefangenschaft geschehen war, bleibt ungewiss. Aber bis heute dient er seinen Brüdern als Beweis dafür, dass die größte Angst der Blood Angels, der Rote Durst, überwunden werden kann. Eine der bedeutsamsten Aufgaben Mephistons ergab sich auf dem Planeten Sibel. Ein Space Marine namens Accio, der im Besitz des Speeres von Telesto war, sah sich selbst als die Reinkarnation Sanguinius. Seine Brüder der 6. Kompanie gaben ihm schnell den Beinamen der wiedergeborene Engel und es formte sich ein Kult um Accio. Tatsächlich war es aber Inquisitor Remius Stell gewesen, der diesen Glauben ins Leben gerufen hatte. Remius war vom Chaos korrumpiert worden und nutzte Accio, um einen Krieg innerhalb der Blood Angels anzuzetteln, um die Legion schlussendlich ebenfalls zum Chaos zu führen. Nachdem Captain Gallio und Epistolarius Vode, die vom Ordensmeister Dante ausgeschickt wurden, um die Situation zu überprüfen, nach ihrer Ankunft ermordet wurden, hatte Dante vor, sich persönlich um Accio zu kümmern. Mephiston überzeugte den Ordensmeister jedoch davon, dass er als Psyker besser geeignet sei, den Makel des Chaos in anderen zu entdecken. Er reiste nach Sabien, um Accios Behauptung zu prüfen, bemerkte jedoch schnell die Saat des Chaos in ihm. Mephiston prangerte Accio und Stell als Heretiker an und forderte Accio zu einem Duell. Bevor es jedoch dazu kam, bat Sergeant Raffen, Accios biologischer Bruder, darum, das Duell austragen zu dürfen. Raffen war einer der wenigen Blood Angels, die die Wahrheit hinter Accios Behauptung anzweifelte und öffentlich ablehnte. Mephiston blickte in Raffens Verstand und sah, dass es ihm vorherbestimmt war, gegen seinen Bruder anzutreten. So begann das Duell, aus dem Raffen schließlich als Sieger hervorgehen sollte. In seinen letzten Augenblicken bat Accio seinen Bruder um Vergebung. So fiel jedoch das letzte Puzzlestück in seinen Platz und Malfalax, ein großer Dämon des Sinch, offenbarte sich als Drahtzieher. Er übernahm Stells Körper und begann damit, die schwarze Wut in den anwesenden Blood Angels heraufzubeschwören. Mephistons eiserner Wille brach und er verfiel einmal mehr in die schwarze Wut. Raffen gelang es jedoch mit dem Speer von Telesto, den einst Sanguinius selbst geführt hatte, den großen Dämon zu vernichten und seine Brüder von der schwarzen Wut zu befreien. Mephiston war so ein zweites Mal seinem Schicksal entkommen. Die Blood Angels sind eine der beliebtesten Legionen in den Reihen der Adeptus Astartes und das nicht ohne Grund. Passend also, dass dem Fürsten des Todes ein neues Modell spendiert wurde.
Das war's für heute. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.